Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17. Allerdings nicht aus Paraguay, nicht aus Estancia La Pajo, sondern, wie ihr da vorne an dem Schild seht, von der Hof Bergmann. Reloaded. Warum? Ich hatte gesagt, ich gehe nicht auf die Hof Bergmann Reloaded. Aber, jetzt kommt das Aber. Der ein oder andere Spieler, der ein oder andere Zuschauer kann sich noch an eine gewisse Mitarbeiterin erinnern, die auf der Intel gearbeitet hat, namens Anna. Anna wurde gefeuert und weil sie ein komplettes Feld umgeerntet hat. Ihr müsst mal gucken, die Folge heißt Anna, du wurdest gefeuert. Wenn ich sie finde, verlinke ich sie genau an dieser Stelle. Wenn nicht, müsst ihr sie selber suchen. Kann sein, dass ich sie selber nicht mehr finde. In dem ganzen Intel-Gewusel meine ich, ne? In der Playlist von der Intel ist sie drin. Und Anna ist dann hier rübergegangen zum Hof Bergmann, hat ihn quasi übernommen, als wir hier runter sind. Hat ihn ein bisschen ausgebaut, hat ein bisschen Maschinen dazu gekauft und wurde von ihrem Freund jetzt leider sitzen gelassen, der hier mit war, quasi ihr Verlobter. Und ich habe mir das nicht nehmen lassen. Die hat angerufen, war ein teures Gespräch nach Paraguay für sie und für mich, weil ich habe es ja angenommen. Und sie sagte so, du, Tobi, pass mal auf, geht alles nicht mehr, kann das nicht alleine, will das nicht alleine, der Hof ist mir zu groß, will das alles aufgeben. Und ich sag, Schätzelein, locker, ich komme rüber. Den Jungs gesagt, Jungs, pass auf, bleibt hier, wir haben für das Lohnunternehmer-Team, also für unser Multiplayer-Team, auch noch die Möglichkeit wahrscheinlich zu wechseln. Die werden wahrscheinlich aus Paraguay nachkommen, nicht auf die Hof Bergmann, sondern wahrscheinlich irgendwo anders hin. Da war ein Hof im Gespräch, bevor ich gegangen bin, da kümmern sich andere Leute drum, denn ich muss Anna helfen. Also, ich habe sie gefeuert, ja, und bevor der eine oder andere sagt, ne, Anna gibt's nicht, doch, Anna gibt's, hier, Anna, in Arbeit. Ist nämlich schon losgefahren auf Feld 2. Sie hatten, also ich zeige euch jetzt nicht den ganzen Hof, denn wir haben es zu tun. Wir haben Frühlingsanfang, wir müssen arbeiten. Wir werden jetzt hier so im Laufe dieser Let's Play-Reihe ein bisschen darauf eingehen, wie lange sie geht, werdet ihr dann sehen. Und ihr seht das schon, wir haben hier ein bisschen Fan. Es sind insgesamt 3 Fans auf dem Hof. Ja, Anna hat da so einen speziellen, da fährt sie gerade mit. Und hat noch 2 größere Schlepper, denn, also die beiden hier, ne, den 500er und den 900er, oder 939er ist es sogar. Und das ist, glaube ich, ein 524er. Können wir mal kurz ein Blickchen riskieren. 516er, okay. Also ein 516er und ein 939er, beides Vario. Und sie hat ein 824er Turboshift. War halt, ihr Freund hat den großen Fendt hier mit auf den Hof gebracht. Sie den 800er, das ist ihr Schätzchen. Ist auch extra eine Black Edition. Findet sie ganz genial. Und der Kleine kam hier als Hofschlepper, zusätzlich zu den Kramer. Es ist nicht viel hier, ne? Sind auch keine Tiere da. Sie hat mal mit Gänsen versucht, ging nicht. Ferkelzucht hatten wir zwar, hat sie dann aber abgegeben. Ihr seht das, sie hat auch eine neue Scheune hier gebaut. Die Rinder hat sie auch verkauft, die wir hatten. Also, es geht ihr nicht ganz so gut. Und wie gesagt, dann ist der Typ weggelaufen. Ja gut, passiert. So, lang geschnackt. Arbeiten. Wir nehmen uns mal den großen Fendt. Denn wir haben hier Bacon was vor. Erstmal komm mal her, ihr Lenkrad. Passt. Wir müssen nämlich anfangen auszusehen, weil die hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, eine Wiese hat sie, die musste gestriegelt werden. Dann hat sie Feld 17, Feld 2, da ist sie jetzt aktuell am Pflügen. Können wir mal ganz kurz auf die Karte gucken. Oh Gott. Ja, Schulden hat sie zum Glück nicht. Das ist schon mal ganz gut. Ja, Feld 17 hat sie, Feld 10 hat sie. 1, 22, 4 und halt Wiese 9. Und wir werden jetzt mit Feld 17 anfangen. Da werden wir höchstwahrscheinlich gleich noch ein bisschen einfüllen müssen.
Ja, wir müssen erstmal die Saatmaschine holen. Ja, die haben hier, also sie haben halt viel von dem Geld, was ich mit dem Hof erwirtschaftet hatte, beziehungsweise auch was unsere guten Zuchttiere gebracht haben, die wir hatten. Da hat sie halt so ein Becken in die Tasche gegriffen, oder die beiden, und ordentlich investiert. Hier sind einige Sachen neu dazugekommen, im Gegensatz zum alten Spielstand. Ist auch ganz gut so. Oder beziehungsweise aus der Zeit, wo ich da war. Ja, alles hier so ein bisschen, ne? Da seht ihr, dass sie hat's ein bisschen mit Schwarz. Zumindest was Anhänger und sowas angeht. Wir werden uns jetzt hier diesen... ich sag jetzt mal kleinen Horst schnappen. Hust, hust. Ja, können wir anziehen hier sicherheitshalber. So. Zack. Und wir werden nämlich Feld 16, weil das ist hier eine Direktsaat. Ohne Pflügen und Grubbern. Da können wir so rüber. Sie sagte, ihr könnt so über das Feld rüber mit der Saatmaschine. Ist wohl noch Restbestand von letztem Jahr. Also abgeerntetes, aber nicht untergepflügtes oder gegrubbertes. Sollen wir drüber fahren? Wir müssen halt bloß vorher das Gerät hier mal auffüllen. Ist ungewohnt, wieder hier zu sein. Also ich war ja schon Ewigkeiten nicht mehr Anna besuchen. Das... Boah, lass mich lügen. Das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her, dass sie das letzte Mal hier war. Dementsprechend bin ich auch von der Größe ihrer Maschinen so ein bisschen, ich sag jetzt mal, überrascht. Aber gut. Jedem das Seine, ne? Ich weiß schon, warum wir mit relativ kleinen Geräten anfangen. So, Saatgut hat's aber hier noch, oder? Das ist Mineraldünger. Und das ist Saatgut. Ja, perfekt. Wie viel hat sie denn? Eins, zwei... Zweimal Mineraldünger nur. Hm. Ah, viermal Saatgut. Sollte passen. Sollte passen. So. Gucken wir mal, da das alles hier funktioniert. Hoppala. Funktioniert erstmal nicht. Erstmal fahren wir gegen die Wand. Extra mal hier so eine Ballengabel genommen mit so einem lötten Spieß vorne dran. Ja, hauptsächlich habt ihr an dem 500er Reihe oder am Fendt 516 gesehen. Damit beladen die, oder hat die überwiegend die Ballen beladen. Das hier ist quasi mehr oder weniger die kleine Lütte, kleine Lütte Teil hier, um zu befüllen. Da werden wir, denke ich mal, innerhalb der nächsten Tage ein bisschen nachkaufen müssen. Bin noch ein bisschen vom Jetlag angeschlagen, quasi von dieser Rüberflugaktion hier nach, zurück nach Deutschland. Das, hoffentlich reicht das. Ja, das, ach, das reicht, das lang, oh. Bleib stehen. Tja, lang, das passt, oh, das läuft. Hat er das jetzt echt ernsthaft? Hat er das gerade übergefüllt? Also, überfüllt? Okay. Hätte jetzt gedacht, da passt ein Lütten mehr rein. Na gut. Dann wollen wir doch mal schauen, dass wir da den nächsten Sack noch reinkriegen. Und dann wollen wir da mal anfangen, endlich zu arbeiten, ne? So. Das ist ja witzig, dass er da oben jetzt... Aber ich habe doch mit dem... Habe ich mit dem Gerät nicht schon gearbeitet? Klar habe ich mit ihm... Doch, natürlich. Wir haben doch auf der Aggravation, ne? Als wir in Tschechien waren, da durften wir doch mit dem Gerät fahren, oder? Wie war das? Ja, klar. Aber egal. Oder habe ich das falsche Gerät gekauft? Nö, eigentlich nicht. Huh.
Ja, Lübt, du sollst da rein. Da ist so. Ja, das Befüllen, die Animation lassen wir jetzt mal. Ja, siehst du, das kommt nämlich auch hin. Ja, wir machen das voll. Ich vertraue der Maschine noch nicht. Ich kenne die noch nicht. Wir sind damit ja nur gefahren. Wir haben ja selber quasi noch nicht mitgearbeitet. Genauso wie sie ja hier noch einen Düngestreuer hat von einer anderen Firma, mit der ich auch noch nicht gearbeitet habe. Das sind ja alles Sachen, die müssen wir halt dann in der Zukunft rausfinden, wie das alles funktioniert. Ne, ein bisschen Kohle, seht das oben, ein bisschen hat sie noch. Das ist gut. Ich habe ihr gesagt, Mädel, hast du noch? Hat du da noch ein bisschen? My Dearn quasi. Hast noch einen Lüttentaler auf dem Konto, dass wir hier wirklich arbeiten können. Dass wir nicht gleich pleite sind. Und sie sagte, ja, hab ich. Sie hat ja auch noch Ballen hier stehen, das habt ihr ja gesehen. Vielleicht können wir da auch den einen oder anderen noch verkaufen. Wenn wir eh keine Tiere im Moment haben. Oder Kompost draus machen und den Kompost dann abfüllen oder verkaufen. Ich muss mal gucken. Irgend sowas werden wir uns hier in der nächsten Zeit auf jeden Fall einfallen lassen. Der macht tatsächlich solche Häuflein da oben drauf. Okay. So. Nu aber fix hier. Passt. Haben wir hier denn noch eine... ja, lieber die GPS-Einstellung, das passt. Gerste. Ja, Gerste ist gut. Mal gucken, dass wir mit dem Geschoss hier wenden. Na, dann machen wir auch mal lieber die Funzeln an. So, auf geht der Feld 17. Was ich hier so ein Bacon übel nehme, ist, dass sie meinen guten alten MB-Truck und meinen Schlüter verkauft hat. Das fand ich nicht ganz so witzig. Habe ich ihr auch gesagt. Ah, ist am Arbeiten. Was macht die da? Na, egal, ignorieren. Wir haben zu tun. Wir nehmen auf sie erstmal keine Rücksicht. Also wie gesagt, das habe ich hier so ein bisschen übel genommen. Die wären halt jetzt schön gewesen. Gut, kann man nun mal nicht ändern. Ist so. Da müssen wir durch. So. Oh, mit dem Geschoss hier auf dem Feld. 12 Meter Arbeitsbreite. Ist auch für mich im Bacon ungewohnt. Erstmal das Gebamsel aus. Dann klappen wir das ganze Gerät mal aus. Na, sieht aber gut aus. Hoppala, falsche Taste. Ist das denn das Richtige? Ja. Ja, das ist das Richtige. Moment. Ich muss mich erst wieder an die Felddimensionen gewöhnen. Wir machen das anders. Wir fangen auf der anderen Seite an. Quasi hier. Und stechen hier einmal. Ja, genau, wir machen. Das machen wir. Ziehen dann hier quasi gerade. Wo ist denn mein sogenanntes GPS? Da ist es. Huppala. Stehen bleiben. Schätzelein. So. Upp. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Danke. Ich wollte die Maus. Passt. 12 Meter 1. Ich gehe mal auf. Hallo? 12? Danke. Ach ja, wir haben ja hier. Hier quasi ein Pro-Seed. Ah, nee, lassen wir erstmal weg. Nee, komm.
Kein Versatz, bitte. Danke. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, was er hier macht. Stechen wir einmal durch, dann haben wir links, rechts. Wenn wir erstmal ein bisschen Getreide ansehen auf dem Feld, dann werden wir auf 2, da wo sie jetzt am Pflügen ist, das werden wir dann grubbern. Da kommt Mais drauf. Und auf 10, dann auf 2 Mais, vielleicht auf 4 und 22. Auf jeden Fall, wir brauchen Kohle. Das heißt, wir werden jetzt hier Weizen aussehen. Auf 10, auf dem anderen großen Schlag, werden wir Sojabohnen aussehen. Dann haben wir schon mal 2 Felder mit ordentlich Frucht. Da muss ich mal gucken, ob für irgendeinen der Traktoren Pflegebereifung vorgesehen ist. Im besten Falle für den kleinen 500er oder 516er. Oh, mal gucken. Weil düngen und so sollten wir dann ja vielleicht auch mal machen, ne? Später. Na, noch ein Stück können wir noch. Mit dem Pro-Seed, da muss ich erstmal sehen, was die überhaupt. Also eine Spritze habe ich nicht gesehen, dass sie eine hätte. Hoppala. Da müssen wir dann erstmal sehen, dass das irgendwie anders läuft. Aber alles erstmal, lass mich erstmal ankommen hier sammeln, lass mich erstmal jetzt hier die Aussaat machen. Und dann haben wir ein bisschen Ruhe. Und dann können wir uns über alles weitere Gedanken machen. Erstmal jetzt ein Bacon hier verdienen. Ein bisschen was ranscheffeln. Die Maschinen brauchen auch Benzin. Vielleicht holen wir auch einmal noch eine Ladung Sprit. Im Verlaufe der nächsten Folgen. Und hauen einmal in den Komposter die ganzen Ballen rein. Wie gesagt, lassen dann den Komposter Kompost machen. Das ist ganz, ganz tolle Aussage, Tobi. Richtig toll getroffen. Und dann verkaufen wir den Schlag. Was hat sie denn hier gemacht? Hier ist ein Absatz im Feld. Junge, Junge, Junge. Ah, das Feld ist schon ein bisschen beansprucht hier, ne? Bin auch mal gespannt. Also ich habe richtig Bock, auch mal mit den großen Horschmaschinen hier zu arbeiten, die sie hier hat. Na, bestimmt mal ganz interessant. So, da komme ich jetzt nicht durch. Ja, nee, Moment, dann ziehen wir das hier durch. Das nützt ja nix. Komm mal zurück. Jo, so passt das. Liebe Lüt, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.